So, auf geht's. Hochwasserchaos. Überflutungschaos. Hier ist Land unter gewesen. Hier ist Land unter gewesen. Pumpen. Notstrom, Generator hat uns jetzt 3 Tage gute Dienste geleistet. Benzin, improvisierter Filter. Und jetzt gehen wir mal rein und gehen mal runter. So, jetzt geht's ab in die Unterwelt. So schaut Unterwelt aus, meine Freunde. So schaut's aus, wenn das Chaos perfekt ist. Alright. Ein Kühlschrank. Ja, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Allerdings ist Wasser reingekommen. Hier, das war unsere Wäsche. Heizungskeller. Da ist die Heizung. Die werden wir wahrscheinlich knicken können, wenn wir Glück haben. Die solare Wasserpumpe noch. Ansonsten ist hier das volle Chaos. Alles überschwommen gewesen. Alles überschwommen gewesen. Das hat es Gott sei Dank nicht erwischt. Müssen wir mal schauen. So, hier Pumpe. Jetzt gehen wir mal weiter in den nächsten Raum. Da haben wir schon ein bisschen Rambazamba gemacht. Da haben uns der Schwiegersohn und Tochter haben uns geholfen. Hier. Chaos, Chaos, Chaos. Hier haben wir frei gemacht. Sicherungskasten. Der war bis hier unter Wasser. Jetzt hoffen wir, dass wir den Strom wieder ankriegen. Die Firma haben wir jetzt schon beauftragt. Die Kumpmann. Unsere Tiefkühltruhen sind geschwommen. Hier, da war Futter drin, Vorräte. Da, die andere, da war Futter drin. Alles wegschmeißen. Tausende von Euro. Und hier der Highlight, das Highlight. Das war einmal eine Werkstatt. Eine Schreinerwerkstatt. Eine Schreinerwerkstatt mit Werkbank. Und meiner Schnitzerausrüstung. Und kleine, feine, kleine Schnitzerteilchen. Das ist alles hinüber. Da seht ihr mal eine Skulptur. Ja, schnuckelig. Nur nützt mir das jetzt alles nichts. Da geht das Chaos weiter. Da hinten haben wir ein fettes Loch in der Wand. Da ist das Wasser rausgesprudelt, weil es von oben reingedruckt ist. Hier alles feucht, alles nass. Hier, da, die Siffe noch. Keiner weiß, was los ist. Ja. Da ist das Wasser auch reingekommen, da wissen wir es noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich irgendjemanden beauftragen müssen. Hobelmaschine. Ja, setzt schon Rost an. Da, schaut euch das an. Rost an der Hobelbank. Ja, das ist unser Kreissäg. Da weiß man es auch nicht. Ach, keine Ahnung. Hier alles drunter und drüber. Hier Chemikalien, keine Ahnung. Was weiß ich. Alles drunter und drüber. Das Wasser ist überall noch drin. Ja, das heißt also, das ist einmal das Chaos. Wasser noch gewohnt. Hier geht es in unsere kleine Vorratskammer. Das war eine Dusche. Die haben wir umfunktioniert in eine Vorratskammer. So schaut das aus. In der alles. Da haben wir noch Glück. Da sind noch Vorräte drin, die sind noch brauchbar. Also, aber die Bildschirme, die Computer, insgesamt 6 an der Zahl.
hatte ich, kann ich wahrscheinlich alle knicken. Ja. So, weiter geht's in unser Kammerl. Wie man sieht, ist hier richtig gut. Ja. Alles umgestürzt. Da haben wir noch Glück, die Marmeladen leben noch und ein paar so Getränke. Ansonsten müssen wir weiter schauen. Und weiter geht's intakt. Hier, da sieht man, wo das Wasser war. Da ist uns alles weggeschwabbelt. Hier haben wir schon Aufräummaßnahmen gemacht. Da ist das Wasser unter anderem reingekommen. Hier, da die Treppen runter. Da die Treppen runter. Da und dann da hat sie es auch noch rausgedruckt. So, dann da unsere Sauna, die haben wir frisch installiert. Vor 2 Jahren haben wir die reingekauft. Die werden wir wahrscheinlich auch knicken können. Da ist noch nass. Hier Überreste von was weiß ich. Alles hier, Bücher im Arsch und jetzt kommt der nächste Chaosraum. So schaut das aus hier. Ha? Da kommt Freude auf. Hier kommt doch Freude auf. Also hoch war das Wasser. Bis hierher. Da. Und hat alles zum Schwimmen gebracht. Unsere Vorräte an Küchentüchern, Taschentücher, Klopapier, Bettwäsche. Alles im Arsch. Ja? Und wenn ich jetzt dann nur irgendwelche Politiker sehe, die dann großartig irgendwelche Geschichten versprechen. Ja? Irgendwelche Hilfsmaßnahmen und was weiß ich. Ja, wie im Ahrtal, wo die Hilfsgelder immer noch nicht ausgezahlt worden sind. Ja, dann kotze ich ihnen direkt ins Gesicht. Das könnt ihr wissen. Ja? Wichtig sind Fahrradwege in Peru. Ja? Wichtig sind irgendwelche Gleichstellungsmaßnahmen in Nigeria. Wichtig sind viele andere Dinge in der Welt. Bloß nicht in Deutschland. Ja. Und jetzt gehen wir da nochmal hoch, damit der Ausblick abgerundet wird. Das haben wir jetzt rausgeschleppt. Die Schwiegersöhne, die Töchter haben das alles rausgeschleppt. Das ist alles zum Wegwerfen. Alles im Arsch. So, da geht's weiter. Hier geht's dann nochmal weiter mit dem Blick auf das Feld, das jetzt so schön grün und friedlich da liegt. Ja, da sieht man nur, keiner, die ist rumgeschwommen. Das, was jetzt da grün ist, war alles unter Wasser. Da, der kleine Bach da drin, der ist hier über die Mauer getreten. Hat alles unter Wasser gesetzt. Hat alles unter Wasser gesetzt. Das war alles unter Wasser. Und ist dann eben die Kellertreppen runtergelaufen. Kein Erbarmen. Kein Erbarmen. Da ist die Höhe, wo das Wasser drüber ist. Kein Erbarmen. Wir haben zwar versucht hier noch Sperren zu machen, Sandsäcke unten an der Tür und hier oben das Wasser oder Kraft, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann ist hier unser Schwimmbad, das haben wir eigentlich nie voll gehabt. Da hat uns im Winter hat uns das Dach zerrissen, haben wir uns gedacht, das ist alles kein Problem. Jetzt hat sich der Boden durch das Grundwasser, das hochgestiegen ist, hat sich der Boden gewölbt. Und alles war unter Wasser, da sieht man noch ein bisschen was. Das müssen wir alles jetzt dann noch irgendwo regeln, weil das natürlich beste Mückenfortpflanzplätze sind. Ja, und das ist unsere wunderschöne Terrasse. Das ist der einzige Fleck, plus eben unser Erdgeschoss. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil da ist auch ein bisschen Chaos, ist klar. So. Das war jetzt einmal ein Rundgang durch ein Überflutungshaus. Und ich bin mir sicher, das sind keine 10.000, wie es im Radio sagen, sondern das sind Hunderttausende hier in Bayern. Und ich wünsche jedem, der hier
das Unglück, der das Unglück erlebt hat, dem wünsche ich alles Gute aus meinem ganzen Herzen. Und die, die uns jetzt halt vollmundig Hilfe versprechen, sage ich, fickt's euch.